Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Extreme Daily Challenge. Ihr seht, zu den ersten 300 Metern muss ich eigentlich wieder nichts sagen. Die sind wie einmal eigentlich recht leicht. Also hier einfach ein paar Kisten verschieben, hier auch die Wege freigeben und dann sollte das alles eigentlich kein Problem sein. Hier vielleicht noch kurz aufpassen, einfach die Teile klatschen und dann sollte das alles kein Problem sein. Hier nehmen wir den auch runter. Nachher nicht verwechseln, da dürfen wir nicht wegnehmen. Hier schieben wir die Teile auch weg. Hier auch aus dem Weg. Und schon haben wir die ersten 300 Meter geschafft. Und ja, die Schwierigkeitsgrad wird ein bisschen erhöht. Hier lassen wir uns dann direkt runterfallen und schieben die Teile jeweils weg. Hier nutzen wir das Ganze als Sprungfläche. Im nächsten Teil drüber springen. Drüber. Und schon geht es weiter. So. Die sollten eigentlich auch kein Problem sein. Einfach immer drauf springen. Hier ignoriere ich die Fläche unten. Und nutze einfach, ja, geh einfach direkt rüber zum nächsten Ring. Geht einfach ein bisschen schneller und ja, spart euch ein bisschen Ärger, weil ja, die Flammenwand kommt ja weiter hinten. Damit kommen wir auch schon zum zweiten Trainer. Wir haben wieder eine kurze Pause, Gedenkpause. Und es geht in den nächsten Schwierigkeitsgrad. Hier nochmal eine Wiederholung von der Szene gerade eben. Hier einfach runterfallen lassen, die Augen klatschen. Gleich hier auch hier. Wieder von der Wand abfallen. Auch wieder runterfallen lassen, Seil durchschneiden und wieder springen. So, hier springen wir wieder drüber. Und kommen zu einer kleinen blöden Stelle, genau. Das soll ja allerdings auch noch nicht sein. Jetzt kommt's. Runterfallen lassen, hochziehen, im richtigen Moment den Ring rüberziehen und drüber springen. Und wenn wir das geschafft haben, gibt es wieder ein Level hoch. Wir sind schon bei der 1000 Meter und haben jetzt auch eine Goldmedaille bekommen dafür. Die Szene kennen wir schon von vorher. Hier springen wir drüber und da war ich jetzt blöd und habe leider den Lumen nicht aktiviert. Ja, mein Freund nicht aktiviert. Aber ich danke euch trotzdem vielmals fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Viel Spaß bei der heutigen Extreme Daily Challenge. Ciao!